Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video. Ja, und heute wollte ich euch mal zeigen, wie ich eigentlich meine GTA 5 Carporns drehe. Ich wurde jetzt schon des Öfteren darauf angesprochen, dass meine Carporns gar nicht so schlecht sind und viele wissen wollen, wie ich das Ganze eigentlich mache. Und ja, ich habe mir gedacht, ich hau euch ein Tutorial raus und alles, was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur ein Fahrzeug. Und das muss, wie sollte es auch anders sein? Getuned sein, genau. So, ich habe das Auto jetzt schnell getuned und jetzt geht es eigentlich darum, jetzt müsst ihr eigentlich den richtigen Ort finden, wo ihr denn euren Carporn drehen wollt. So, ich habe mir jetzt mal überlegt, ich werde euch jetzt drei Orte zeigen, die ich persönlich ganz geil finde für Carporns und jeder muss natürlich selber wissen, wo er das dreht, aber ich zeige euch jetzt erstmal Ort 1. So, der erste Ort ist am Hafen. Dort, wo auch die Schiffe liegen mit den ganzen Containern und so und wo auch das Postgebäude ist, dieses Paketgebäude. Und zwar seht ihr es schon auf der Karte, es ist etwas oberhalb des Flughafens, auf so einem kleinen Stück, so einer kleinen, ja, so einem kleinen Eckchen von Los Santos. Und ihr seht schon, ich habe mal so ein paar Aufnahmen gemacht, einfach nur so, um euch das mal zu zeigen, wie es aussehen könnte. Und hier kann man auch schön die Umgebung nutzen, zum Beispiel mit diesem Fenster oder so. Man kann zwar mit der Kamera nicht durch das Fenster durchfahren, aber man kann es halt so aussehen lassen. Und ich finde, das ist halt eine richtig nice Sache. Mir gefällt der Ort ganz gut. Da kann man richtig geile Carporns drehen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zu Ort 2. So, der zweite Ort ist am Pier. Wo der ist, sollte eigentlich jedem von euch klar sein. Ich glaube, es gibt keinen, der den Pier nicht kennt. Aber trotzdem habe ich euch mal auf der Karte gezeigt, wo ich hier eigentlich stehe. Und zwar ist das der Parkplatz, der direkt am Eingangstor liegt. So, ich habe auch hier ein paar Aufnahmen gemacht für euch. Da könnt ihr auch mal ein bisschen gucken, wie das so aussieht. Einfach mal just for fun ein paar Einstellungen ausprobiert. Und ja, da könnt ihr halt selber testen, wie ihr das Ganze machen wollt. Ich finde, es sieht mega, mega nice aus. Und kommen wir zu Ort 3. So, Ort 3 ist, der, ich sag mal jetzt, Tagebau. Dort kann man auch richtig, richtig geile Videos machen oder Fotos machen. Also gibt es auch jede Menge Möglichkeiten. Auch hier kann man die Umgebung schön nutzen. Werdet ihr auch gleich sehen. Ich habe gleich ein bisschen Gestrüpps und so mit reingebracht. Auch auf jeden Fall ein mega, mega nicer Ort, wo man richtig geile Videos machen kann oder natürlich auch Fotos machen kann. Solltet ihr auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das waren jetzt die drei Orte, die ich euch zeigen wollte. Und jetzt würde ich sagen, langsam aber sicher sollten wir uns dann mal dem zuwenden, weswegen wir eigentlich hier sind. Und zwar, wir wollen ja wissen, wie ich die Carporns drehe. Und ja, so, wir sind jetzt am Ort des Geschehens. Ich habe mir ausgesucht den Leuchtturm für dieses Video. Habe ich noch nie versucht, aber ich finde, es ist eigentlich eine mega geile Kulisse mit dem Leuchtturm, dem Carport dahinter und auch mit diesem Gebäude, was hier links von meinem Charakter ist. Das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ihr werdet es gleich noch zu sehen bekommen. So, was ihr auf jeden Fall beachten müsst, ist, ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ein gutes Lichtverhältnis habt. Also jetzt, wie ihr seht, war gerade bei mir, gerade morgens. Also musste ich noch ein paar Stunden warten, damit die Sonne hier richtig, richtig knallt. Aber ansonsten kann man halt hier viel machen. Man kann hier den Baum mit einbeziehen, mit dem Reifen, der da hängt. Man kann das Haus mit einbeziehen, wo die Fahne weht. Man kann halt alles Mögliche mit einbeziehen und das werdet ihr auch gleich sehen. So, nachdem die Gang mich fast zu Tode geballert hat, können wir dann auch mal mit dem Carporn loslegen. Wir fangen erstmal an, wie nehme ich eigentlich das Ganze auf? Dazu stellt ihr euch einfach irgendwo in der Nähe eures Fahrzeugs ein bisschen versteckt hin. Ich habe jetzt versucht hier, es trifft es genau richtig. Ich habe mich jetzt hier in diesen Baum gestellt, habe dann die Aufnahme gestartet. Das Ganze macht ihr mit Steuerkreuz runter und X. So, und jetzt wartet ihr einfach ab. Solange wie ihr denkt, wie ihr braucht für das Video. Ich lasse meistens so, ich sag mal so ungefähr die Hälfte an Zeit vergehen und dann beende ich, weil man kann ja die Einstellung immer und immer wieder benutzen, man braucht ja nur die Kameras löschen im Prinzip. Vor allen Dingen, wenn man es auf dem PC macht, dann kann man es halt mit einer Einstellung ratzfatz erledigen. Wie gesagt, mir reicht das. Ich mache meistens, wie gesagt, ungefähr den halben Kreis voll. Manchmal reicht mir auch schon ein Viertel, je nachdem, was ich eigentlich machen möchte.
Und das Ganze macht ihr jetzt an vier verschiedenen Punkten. Also im Prinzip vorne rechts vom Auto, so wie ich jetzt hier. Dann vorne links vom Auto, hinten links vom Auto und hinten rechts vom Auto. So, das macht ihr auch nur, damit ihr halt ja, euch mit der Kamera, sag ich mal, freier bewegen könnt. Weil die Kamera hat ja nur einen bestimmten Radius, die sie halt um euch rum fahren kann. Und deswegen mache ich das halt an vier verschiedenen Punkten, damit ich die Kamera auch von allen Seiten benutzen kann. So, wenn ihr eure Aufnahmen gemacht habt, dann ist es für mich immer wichtig, rauszufinden, was für eine Musik verwende ich. Dafür geht ihr einfach auf YouTube und gebt einfach oben in die Suchleiste ein No Copyright Music und dann zum Beispiel wie bei mir jetzt gerade Trap. Trap eignet sich hervorragend für Carporns. Und ihr seht schon, hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Kanäle, wo man halt kostenlose und freie Musik bekommen kann. Ich nehme jetzt einfach mal hier diesen Song hier. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt passt. Okay, der ist kein krasser Track, aber man könnte ihn benutzen, sagen wir mal so. So, jetzt geht ihr hier auf mehr Anzeigen und dann könnt ihr euch auch vergewissern, dass es wirklich frei ist. Ihr seht ja hier schon, darf im Video verwendet werden. Man soll halt nur den Producer bzw. das Lied angeben, also alles, was hier drunter steht, soll man halt kopieren und in seine Videobeschreibung einfügen. Hier könnt ihr das Video, das Lied runterladen. Buzz Rabbits ist sowieso ein geiler Kanal, bin ich oft unterwegs, gucke ich oft nach und ja, solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Wie gesagt, hier findet ihr Musik und hier könnt ihr euch halt kostenlose, freie Musik runterladen und braucht euch eigentlich keinen Kopf machen. So, jetzt sind wir zurück im Editor und jetzt geht's los, jetzt werden wir die Kameras setzen. Ihr seht schon, ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, habe schon die Kamera gesetzt hier, habe im Prinzip die freie Kamera gewählt. Ich schaue jetzt gerade, wie das Ganze aussieht. Habe, wie gesagt, die freie Kamera, habe halt ein bisschen Bewegung mit drin. Ja, so. Jetzt setzen wir mal unsere erste Kamera, die halt mit dem Auto zu tun hat. Ich wollte jetzt eine Kamera haben, die jetzt übers Auto drüber hinweg fährt. Also die im Prinzip so aussieht wie eine Drohne, die übers Auto fliegt. So. Ich positioniere jetzt gerade die Kamera. Ihr seht, den Zoom habe ich auf volle Pulle gestellt, also 4,5. Mache ich eigentlich meistens so, weil es einfach am geilsten aussieht. So, und jetzt setzt ihr einfach eine zweite Kamera. Die fahrt ihr jetzt halt dorthin, wo die Kamera aufhören soll. Also die Kamera fährt praktisch gleich vom Punkt, wo wir gerade waren, bis zu diesem Punkt jetzt hier. Und den verschiebt ihr jetzt einfach nach hinten, so weit, wie ihr den halt braucht. Stellt dann einfach den Übergang oder die Kamerafahrt auf sanft ein. Dann sieht es auch ganz schön aus eigentlich. So, jetzt waren wir die Kamera ein bisschen zu schnell, deswegen habe ich das Ganze noch ein bisschen nach hinten verschoben. Und das sieht schon besser aus. Ihr könntet natürlich auch mit Zeitlupe arbeiten, aber Zeitlupe sieht immer noch ein bisschen anders aus, als wenn die Kamera in Normalgeschwindigkeit drüber herfährt, einfach nur langsamer. Also es sieht halt auch anders aus. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also die Vegetation ist auch ganz anders dann. So, jetzt habe ich nochmal geguckt, ob es wirklich passt. Ich fand es eigentlich ganz gut. Warum setze ich die Kameras so? Ich setze die Kameras extra vors Auto und hinters Auto, weil die Kamera ja an Fahrt zunimmt während dieser Kamerafahrt. So, und ich will halt immer den Anfang und auch das Ende wegcutten, weil es mich halt tierisch stört, wenn die Kamerafahrt endet und in der nächsten Szene wieder von vorne anfängt. Ich finde, das nimmt im ganzen Video so ein bisschen die Dynamik und es sieht einfach nicht optisch nicht schön aus. So, hier habe ich jetzt die nächste Kamera gesetzt, die wollte ich jetzt den Kühlergrill und das Obi-Logo mit reinbringen. Habe die Bewegung ausgeschaltet, sodass die Kamera halt ja, wie auf einer Art Stativ vor dem Auto entlang fährt. Auch hier werde ich jetzt gleich die zweite Kamera ein bisschen weiter nach hinten versetzen, damit auch diese hier langsamer fährt, wie ihr gerade seht.
Das war mir noch ein bisschen zu schnell, deswegen habe ich noch ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Und eigentlich arbeite ich hier auch immer mit Schärfentiefe. Das wollte ich jetzt in diesem Fall auch machen. Aber ich hatte leider bei GTA die Schärfentiefe ausgeschaltet, weil wir vorher noch ein Sniper-Duell gehabt haben. So, und ja, normalerweise, wie gesagt, arbeite ich hier auch mit Schärfentiefe, weil ich immer das Logo normalerweise unscharf lasse, bis es ungefähr in der Mitte des Bildschirms ist und dann erst scharf einblenden lasse. Konnte ich jetzt in diesem Falle nicht machen, deswegen musste ich das jetzt leider so nehmen. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt dramatisch ist. War halt einfach nur für die Optik. So. Ja, jetzt macht ihr einfach so weiter. Jetzt setzt ihr einfach immer weiter und weiter Kameras. Denkt an die Kamerafahrten. Guckt, dass das vom Timing her auch alles stimmt. Dass die Kamera jetzt nicht ja, rast, aber auch nicht so langsam ist, dass es zum Lied her nicht passt. Wie gesagt, da müsst ihr halt öfters ausprobieren, öfters angucken, so wie ich das hier mache. Und dann passt das schon, dann kriegt ihr das schon hin. Und dann setzt ihr halt immer und immer weiter einfach Kameras. Geht aufs Auto ein, Leute, also macht echt Details, hier zum Beispiel Scheinwerfer, ganz nah den Scheinwerfer einblenden, ganz nah die Felgen, die Logos und was weiß ich. Immer schön langsam Kamerafahrten drüber schwenken lassen und so, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann klappt das schon. Ja, so, jetzt kommen wir mal zum PC. Ich habe jetzt die Clips von der PlayStation alle auf den PC gezogen. Wie ihr sehen könnt, normalerweise würde ich jetzt dieses HUD nicht haben, also praktisch da diesen Rockstar Editor oben und unten diese Leiste, die nehme ich normalerweise nicht auf, die habe ich jetzt halt nur fürs Tutorial mit aufgenommen, damit ich es euch jetzt halt zeigen kann. Und jetzt geht ihr eigentlich wie folgt vor: Ihr nehmt euer Lied, packt euer Lied mit in euer Aufnahme- oder Bearbeitungsprogramm und cuttet jetzt einfach alle Szenen raus, die ihr vorher bearbeitet habt. So, ihr seht schon hier, habe ich jetzt geguckt, wo die Kamerafahrt am schnellsten ist und habe dementsprechend den Anfang weggecuttet. So, jetzt gucke ich mir einfach die Aufnahme weiter an, bis die Kamera über das Auto hinweggefahren ist. Und jetzt cutte ich wieder und habe dann so gesehen meine Kamerafahrt fertig und kann jetzt einfach dann mit der nächsten weitermachen. So, ich habe jetzt alles gecuttet, alles ist fertig. Jetzt geht es daran, das Ganze auch optisch noch, ja, ein Leckerbissen rauszuholen und das Ganze natürlich auch an die Musik anzupassen. Das Ganze habe ich jetzt schon gemacht. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt habt ihr gesehen, dass es eigentlich ziemlich gut an die Musik angepasst ist. Und zwar immer, wenn so ein Bassschlag oder sowas kommt oder eine Snare oder sowas, dann habe ich den Cut gesetzt. Das seht ihr jetzt auch, das könnt ihr unten an der Grafik, könnt ihr das auch schön sehen, dass ich immer, wenn so ein Ausschlag gekommen ist, dass ich dann einen Cut gesetzt habe. Denn dann wirkt das auch viel besser auf der Musik. Ein bisschen Gehör muss man dafür auch haben, aber eigentlich könnt ihr euch auch gut an der Grafik orientieren. Dann passt das schon. So, hier habe ich jetzt eine Lücke gelassen. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Und zwar werde ich hier gleich noch einen Effekt einbauen. Den werde ich natürlich mit euch zusammen einbauen, weil hier halt eine Waffe abgefeuert wird. Und ja, das wollte ich halt im Dunkeln stehen lassen, damit es danach dann richtig weitergehen kann. So, deswegen würde ich sagen, so, jetzt würde ich sagen, fangen wir mit den Effekten an und wir hören es nochmal an. Okay, ihr habt gehört, dieses Duck, Duck, Duck. Da werden wir jetzt einen Pulseffekt draufsetzen. Immer hier auf diesen Ausschlag. 3 Stück an der Zahl. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Ihr geht hier auf Panorama und Cropping und versichert euch, dass unten Cursor synchronisieren eingeschaltet ist, denn dann könnt ihr mit dem Cursor halt hin und her fahren und das Bild bewegt sich mit und so. Und auch der Cursor im Panorama-Cropping bewegt sich mit. So, jetzt setzt ihr vor dem Ausschlag einen Keyframe, geht dann einen Frame weiter, dass ihr halt auf dem Ausschlag drauf seid und zoomt jetzt das Bild einfach ein bisschen ran. Ich habe jetzt hier 1711 genommen
und geht dann 2 Frames weiter und klickt dann mit rechter Maustaste und macht Wiederherstellen. Dann macht das Panorama-Cropping automatisch einen neuen Keyframe. So, jetzt habt ihr im Prinzip schon den ersten Pulseffekt gesetzt. Beim zweiten machen wir es jetzt genauso. Wie gesagt, vor dem Ausschlag macht ihr einen Keyframe, geht ein Frame weiter, sodass ihr auf diesem Ausschlag dann drauf seid, zoomt wieder ein bisschen rein. Wie gesagt, in meinem Falle 1711. Und wenn ihr das habt, dann geht ihr 2 Frames weiter, drückt rechte Maustaste und macht Wiederherstellen. So, den Keyframe legt er dann automatisch an. So, das Ganze machen wir jetzt bei dem letzten auch noch einmal. Und dann haben wir im Prinzip dreimal den Pulseffekt gesetzt. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen, aber dann ist es relativ einfach. So, was ist jetzt los hier? Ich brauche 1711. So, wie gesagt, 2 Frames weiter und dann wieder rechte Maustaste wiederherstellen. So, und jetzt könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, und das macht ihr dann halt weiter, so da, wo ihr es halt immer haben wollt. Ich würde es jetzt nicht überall machen, weil es dann irgendwann auch richtig übertrieben wirkt. Deswegen macht es am Anfang ein paar Mal mittendrin, vielleicht irgendwo und am Ende nochmal, dann ist es eigentlich immer gut. So, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Effekt. Und zwar kommen wir jetzt auch hier auf diese Lücke, die ich gelassen habe. So, ihr habt ja jetzt gehört, dieses Tütütütütütütüt, was so schnell so hintereinander kommt. Da möchte ich jetzt gerne, dass der Bildschirm so flackert. Also, dass das Bild halt schwarz ist und dann halt schwarz flackert. So, wie wir das machen, ist auch ganz einfach. Ihr geht einfach hin und setzt den Cursor einfach genau vor diesen Ausschlag. Und dann geht ihr auf Mediengenerator und geht auf einfarbig schwarz. So. Wenn ihr das habt, dann cuttet ihr erstmal das Ganze auf den Bereich, den ihr braucht. Und jetzt können wir anfangen, das Ganze anzupassen. So, wir machen jetzt immer, genau, das Schwarze fängt an, bevor der Schlag kommt. Oder genau auf dem Schlag. So, dann fängt das an. So, dann geht ihr die Frames so lange weiter, bis ihr am nächsten Schlag ankommt. Bevor der nächste Schlag kommt, macht ihr jetzt einen Cut. Und wenn ihr den Cut gemacht habt, dann macht ihr das jetzt einfach für alle anderen Dinger auch weiter. Also ihr geht jetzt immer wieder bis zum nächsten, macht einen Cut, geht wieder bis zum nächsten, macht wieder einen Cut und so weiter und so weiter. So, bis ihr dann halt alle habt. So, jetzt geht ihr hin und macht überall noch einen Ausblendeffekt drauf. Das macht ihr einfach, indem ihr hier oben auf die Ecke geht und zieht das einfach dann nach links. Dann habt ihr praktisch einen Ausblendeffekt. Bedeutet im Prinzip, dass der schwarze Bildschirm wieder hell wird. So, und dadurch, dass ihr jetzt 5 Stück hintereinander gesetzt habt, wird das 5-mal wieder hell. Das heißt, ganz schnell hintereinander wird schwarz, hell, schwarz, hell. Das seht ihr jetzt auch. So, das sieht doch schon mal richtig geil aus. Das passt auch schon mal ganz gut. So, und ja, würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum letzten Effekt, den ich euch zeigen möchte. Denn den setze ich jetzt direkt hier hinten dran. Und zwar den Twitch-Effekt. Ist meiner Meinung nach einer der geilsten Effekte. Und dafür braucht ihr jetzt einfach den Clip, den ihr halt mit dem Twitch-Effekt versehen wollt. Und zwar diesen hier. So, den Clip kopiert ihr jetzt einfach und setzt diesen Clip dann einfach in dem Videotrack oben drüber. Genau passend, dass es gleich ist. So, jetzt müssen wir eben mal gucken, wie weit wir den Effekt denn nehmen wollen. Ich denke mal nicht die ganze Distanz. Ich schätze mal die Hälfte. Okay, das reicht eigentlich schon. Ja, bis hier machen wir jetzt ungefähr den Twitch-Effekt. Ihr habt gerade schon gesehen, am Verschieben hatte man schon einen kurzen Einblick. So, jetzt gehen wir erstmal, das ist auch noch ein Trick, den ich mir angeeignet habe. Jetzt gehen wir auf den oberen Track, den wir halt mit dem Effekt versehen wollen, und gehen da auch auf Panorama und Cropping. Und jetzt verschieben wir einfach das Bild ein wenig. Direkt am Anfang schon. Müsst ihr halt darauf achten, dass der Cursor ganz am Anfang ist. So, wenn ihr das verschoben habt, dann geht ihr einfach ein paar Frames weiter, ich sag mal so 4, 5 Frames weiter und verschiebt das Bild einfach nochmal. So, einfach irgendwo hin. So, ich habe es jetzt einfach von oben nach unten geschoben. Wieder 5 Frames weiter. Dann habe ich es einfach nach rechts geschoben. Dann wieder 4, 5 Frames weiter.
und dann nochmal hochgeschoben, wieder 5 Frames weiter und dann einfach auch wieder herstellen, so wie eben auch. So, das hat jetzt folgenden Effekt, dass das Bild im Prinzip ein bisschen wackelt, nachdem es aus dem Schwarzen rauskommt. So, habt ihr gesehen, ne? So, und jetzt werden wir noch den Twitch-Effekt drauflegen. Dafür, da kommen wir mal eben. Ja, doch, okay. So, ihr seht jetzt auch hier diese kleine Ecke, das kommt aber nur durch das Wackeln, also das seht ihr gleich im fertigen Video nicht mehr. So, für den Twitch-Effekt ist es ganz wichtig, ihr müsst hier oben auf Einstellungen gehen. So, wenn ihr da seid, dann seht ihr hier stereoskopischer 3D-Modus. Der steht normalerweise auf Aus. Den müsst ihr jetzt auf Rot-Cyan einstellen. Das ist ganz wichtig. Rot-Cyan. Und dann geht ihr auf Übernehmen und Okay. Das ist ganz wichtig. Das braucht ihr für den Twitch-Effekt, sonst funktioniert das nicht. So, jetzt geht ihr auf Video-FX, sucht euch jetzt auch hier stereoskopischer 3D-Mod und zieht euch den einfach auf den oberen Teil drauf. So, jetzt könntet ihr hier das auch verschieben, aber machen wir nicht. Wir gehen jetzt auf Korrektur. Und schieben jetzt einfach hier den zweiten Regler von oben einfach auf ca. 200. Und den nächsten Regler, den Keystone, ziehen wir auf ungefähr 100, 150 so rum. Das sieht ganz gut aus schon. Wir wollen es ja auch nicht zu übertrieben haben. So, und wenn ihr das Ganze dann habt, dann macht ihr jetzt noch einen Ausblendeffekt hier drauf, so wie auch bei dem schwarzen Geflackere. Und jetzt können wir uns das Ganze mal komplett angucken. Ja, das sah doch schon ganz nice aus. Ja, doch, bin ich zufrieden mit. Wie gesagt, das sind so die drei Effekte, die ich euch zeigen möchte oder die ich euch jetzt hier heute vorstellen wollte. Es gibt natürlich noch eine Menge anderer Effekte. Man kann die einzelnen Effekte auch noch ein bisschen anders machen. Kann dann auch viel mehr einstellen. Aber das hier soll auf jeden Fall für den Anfang erstmal reichen. Das ist sowieso schon viel Infos, die ihr hier bekommt. Und ja, so ihr seht, ich habe jetzt alles angepasst, habe alles fertig, habe die ganzen Effekte jetzt bearbeitet und so weiter und so fort. Im Prinzip ist der Carphorn schon so gut wie fertig. Ich muss gleich nur noch ein bisschen Text einblenden, aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und jetzt kommen wir noch, ja, ich sag mal so, zum Filmlook. Denn hiermit ist es ja noch nicht getan. Wir wollen ja auch noch oben und unten jeweils den schwarzen Balken. So, dafür machen wir einen neuen Videotrack. So, und jetzt könntet ihr das Ganze entweder auch über den Mediengenerator machen oder so wie ich hier einfach mit einem PNG, was schon diese schwarzen Balken hat. Zieht ihr einfach oben drauf, seht ihr ja schon. So, das zieht ihr dann auf die komplette Länge des Videos und dann habt ihr diesen schwarzen Balken halt überall. So, ja, im Prinzip war es das jetzt auch. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ich habe es verständlich genug erklärt. Wenn Fragen sind, Leute, dann fragt mich einfach. Ist gar kein Problem. Ich antworte so gut es geht. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Guckt euch den Carphorn an, haut da rein und ciao.